Hey, heute gibt es ein neues Video von mir und ich möchte euch heute eine neue Foundation-Routine von mir vorstellen, wie ich mein ganzes Make-up einfach vorbereite für den Tag. Das Ganze ist ein Werbevideo, wie ihr hier oben sehen könnt, darauf gehe ich aber gleich nochmal genauer ein. Vorher möchte ich aber noch gerne zwei Zuschauer grüßen, die sich das beim vorletzten Mal in den Kommentaren gewünscht hatten. Und zwar ist es einmal die Erika Dick und einmal die Elena Fufu. Ganz liebe Grüße an euch beiden. Und jetzt werde ich euch einmal erklären, warum dort oben Werbevideo steht. Und zwar habe ich vor längerem eine Anfrage von Vichy bekommen und zwar haben sie neue Dermablead-Produkte für ein Make-up. Und zwar gibt es dort eine Foundation, ein Make-up-Puder, einen Cover-Stick und zwei Pflegeprodukte. Und ich wurde angeschrieben im Oktober, ob ich gerne diese Produkte testen möchte. Nach ein bisschen hin und her schreiben, weil ich mich ja immer gerne informiere, was irgendwie die Grundvoraussetzungen sind, was sie von einem erwarten, bin ich dann darauf eingegangen. Und es wurde mir freigestellt, ob ich das Ganze eben auf Instagram über einen Post einfach mein Feedback abgebe. Wobei ich finde, dass es ein sehr langer Post geben würde. Und ich finde, auf den Bildern kommt immer das nicht so gut rüber, so mal man Bilder eben auch nachbearbeiten kann. Und ich finde, das verfälscht ganz oft einfach so die Glaubwürdigkeit. Und ich habe gedacht, so ist es ein bisschen persönlicher. Ich erreiche vielleicht auch ein paar mehr, weil ich eben auf YouTube ein bisschen mehr Zuschauer habe als auf Instagram. Und deswegen würde ich sagen, testen wir jetzt mal die Produkte. Ich habe sie schon ausgepackt, weil ich habe sie gestern schon ausprobiert. Ich wollte gestern das Video schon drehen, musste es aber zwischendurch leider abbrechen und kenne jetzt die Produkte schon einen ganzen Tag lang. Das heißt, ich habe eben den zweiten Part, den ihr im Anschluss seht, schon gedreht, wie ich das Make-up trage über den ganzen Tag hinweg. Und jetzt habe ich mich halt abgeschminkt und werde den ersten Part mit euch abdrehen, euch die Produkte ausführlich vorstellen und einfach zeigen, wie ich sie anwende, damit das Ergebnis eben so wird, wie ihr es dann nachher seht. So, das Ganze wurde mir in solch einer Box zugeschickt, es war gut verpackt, es ist nichts kaputt gegangen, nichts ausgelaufen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil das ist schon mal so der größte Manko, wenn irgendwas nicht heile ankommt, finde ich. Und dann war nochmal eine kleine Broschüre dabei, wo einfach nochmal alle Produkte einzeln aufgelistet sind, wo Tipps und Tricks drin sind von Dermablend, wie man einfach von Vichy die Produkte am besten anwenden sollte. Und das werde ich euch jetzt so einzeln zu den Produkten einfach mal vortragen, damit ihr einfach Bescheid wisst, was drin ist und wofür die Produkte sind. Das ist das erste Produkt, welches ich jetzt ausgepackt hatte und ich gehe auch in der Reihenfolge vor, in der ich es auch gleich auftragen werde. Ich denke, dann bringt es das Ganze nicht so durcheinander. Und dieses Produkt ist ein Mineral und gibt einen frischen Kick, welches man morgens auftragen sollte. Also es wird empfohlen, morgens vor dem Make-up aufzutragen, nachdem man das Gesicht gründlich gereinigt hat mit den Pflegeprodukten, die man halt sonst eben verwendet. Es soll die Haut stärken, sie ein bisschen aufpolstern und vor allem Feuchtigkeit spenden. Auch eine Haut, die unrein ist oder Öl enthält, braucht definitiv Feuchtigkeit, weil sonst fängt sie nämlich an, viel mehr Teig zu produzieren, um eben die Haut mit Feuchtigkeit versorgen zu können. Nur der Teig ist halt eben auf Dauer nicht so gut. Und wenn es zu viel produziert, verstopfen die Poren und dann passiert auch mal schnell sowas. Was aber nicht unbedingt immer mit der Pflege zusammenhängt, sondern auch mit der Ernährung, was ich mittlerweile gelernt habe. Als erstes wird empfohlen, wie gesagt, das Gesicht zu reinigen und dann zwei Pumpstöße sollen genommen werden und die sollen dann auf das ganze Gesicht verteilt werden. Das Ganze ist ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Alkohol, für empfindliche Haut geeignet. Das erste Fazit, was ich gestern auch schon festgestellt habe, ist so ein bisschen klebrig, nachdem man es aufgetragen hat, lässt aber auch recht schnell nach, weil es eben auch sehr schnell einzieht, was der Vorteil ist. Man muss nicht eine Viertelstunde warten, bevor man sein eigentliches Make-up aufträgt, sondern man kann einfach wirklich es einarbeiten, vielleicht kurz einmal Zähne putzen in der Zeit und dann kann man schon seine Foundation auftragen. Und zu der kommen wir jetzt. Das ist die Dermablead 3D Correction Foundation. Es ist eine Full Coverage Foundation. Ich habe sie jetzt zum Beispiel in der Farbe 35 Sand und das Ganze ist speziell für zu Akne neigende Haut bestimmt worden. Sie gleicht eine unregelmäßige Hautoberfläche optisch aus, mindert Unreinheiten, soll bis zu 16 Stunden halten, hat einen Lichtschutzfaktor von 25 und ist nicht komedogen. Also die Produkte oder die Inhaltsstoffe, die hier drin sind, regen nicht dazu an, dass man mehr Akne bekommt. Das Ganze ist auch wieder ohne Parabene und ebenfalls für empfindliche Haut geeignet. Die Substanz ist in solch einer Tube drin und ich gebe mir davon auch einfach so ein bisschen auf den Handrücken drauf, in etwa solch eine Größe.
und die Konsistenz ist sehr, sehr fest. Ich benutze hier auf jeden Fall jetzt meinen angefeuchteten Ebelenschwamm. Der Farbton ist sehr, sehr gut gewählt. Also ich hatte eine Tabelle bzw. einen Link zugeschickt bekommen, wo ich alle Farben nochmal sehen kann, alle Nuancen, die bestehen. Wenn ich dieses Bild nochmal finde, werde ich es euch einfach mal hier einblenden oder eben unten verlinken, den Link, um dass ihr einfach sehen könnt, in welchen Nuancen diese Farben noch enthalten sind. Und ich muss sagen, mein erstes Empfinden oder Gefühl war sehr gut, was den Farbton angeht. Das war jetzt so die erste Foundation-Lage, die ich jetzt aufgetragen habe. Und man kann schon sehr deutlich sehen, sie ist zwar sehr matt, aber sie gibt sofort wieder so ein kleines Shiny ins Gesicht. Also sie wirkt nicht so sehr tot und nicht so mattierend, dass man denkt, dass es irgendwie maskenhaft oder unecht wirkt. Ich finde auch nicht, dass wenn man sein Gesicht bewegt, dass die Foundation irgendwie schwer wirkt. Manche wirken ja wirklich so, als hätte man Zentner Schminke im Gesicht. Und das finde ich, fühlt sich jetzt sehr ganz gut an. Ich finde zwar, dass sie so ein bisschen nachdunkelt, aber ansonsten lässt sie sich auf jeden Fall sehr, sehr gut einarbeiten. Ich werde jetzt erstmal auf den Coverstick eingehen. Der ist jetzt nicht nur speziell für die Akne geeignet, wie das bei vielen Sachen ist. Und zwar soll dieser Coverstick Unregelmäßigkeiten unter den Augen ausgleichen. Das heißt, Augenringe soll es ein bisschen kaschieren. Oder wenn man rosa Zehe hat, soll es diese kleinen Äderchen so ein bisschen verblassen lassen, dass die nicht so durchscheinen. Narben, Brandmale oder Flecken sollen dadurch auch korrigiert werden. Das Ganze ist wasser- und schweißresistent. Das heißt, es soll nicht sich hinterher absetzen. Ist nicht komedogen, also fördert auch nicht neue Pickel. Und enthält ebenfalls einen Lichtschutzfaktor von 25. Den Stick kann man alleine verwenden oder als Ergänzung zu der Foundation. Ich werde diesen Stick jetzt unter den Augen auftragen und auch hier so ein bisschen auf die Schatten von meiner Brille und diese Pickelchen. Und dann werden wir mal gucken, ob es einen Unterschied gibt. Ich fange jetzt auch erstmal nur auf der einen Seite an, unter den Augen zu highlighten, damit wir einfach das Ganze besser vergleichen können mit der anderen Seite. Das Ganze arbeite ich jetzt auch mit diesem Schwamm ein. Man sieht auf jeden Fall, dass der Coverstick ein kleines bisschen heller ist. Deswegen, wenn man es jetzt einarbeitet, sollte man das auch gut machen. Sonst hat man hinterher nämlich überall Flecken. Es wirkt auf jeden Fall schon ein bisschen frischer, finde ich. Und es hat einen ganz kleinen Highlight-Effekt. Also es sieht sehr, sehr hübsch aus. Lässt sich auch gut einarbeiten. Jetzt benutze ich ein Produkt, was jetzt nicht von Vichy ist, aber welches ich benutzt habe, um euch das Ergebnis von nachher zu zeigen. Und da ich es nicht verfälschen möchte, werde ich jetzt genau dieselben Produkte auftragen. Und zwar hatte ich von Kat Von D das Lock It Loose Powder aufgetragen, um einfach diesen Coverstick zu fixieren. Das heißt, ich gebe immer das Puder drauf und arbeite das einfach direkt ein und fixiere damit einfach diesen Coverstick. Das mache ich auch mit einem Concealer so. Und ich möchte einfach gucken, ob der Coverstick ein Concealer-Ersatz ist oder ob ich mir den Coverstick sparen kann und einfach bei meinem Concealer bleibe. Das nächste Produkt von Vichy ist ein Make-up-Puder, ein mineralisches Puder. Und zwar ist es speziell für fettige Haut angereicht worden bzw. hergestellt worden. Und das Ganze soll mattieren bis zu 12 Stunden, mildert Unreinheiten, reduziert die übermäßige Teigproduktion, hat ebenfalls einen Lichtschutzfaktor von 25 und ist nicht komedogen. Das erste Puder von Vichy mit 100% mineralischen Pigmenten, also es ist aus mineralischen Pigmenten erstellt worden. Und zusätzlich ist es noch mit Thermalwasser von Vichy bereichert worden, was natürlich wieder auch gut ist, weil die Haut widerstandsfähiger machen soll, laut diesen Vorschriften, und eben das Hautbild verbessern soll. Ebenfalls wieder ohne Parabene und für empfindliche Haut geeignet. Hier unten drin ist so eine Quaste drin, das ist aber eher wie so ein Schwamm, nicht so ein fluffiges Ding, sondern recht fest wie diese Dreiecke von Evelyn, finde ich. Ich hatte den gestern schon benutzt, ich finde den aber blöd, ich habe den jetzt einfach nur gereinigt und wieder unten reingemacht. Komme ich persönlich nicht mit zurecht. Das Ganze werde ich jetzt mit einem Evelyn-Pinsel auftragen. Das habe ich heute Morgen schon gemacht, deswegen enthält er schon einmal die Farbe. Und gehe einmal in das Produkt raus. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr zu viel darin rumwuselt, dann lösen sich natürlich viele Pigmente. Und ihr solltet es auch so ein bisschen abklopfen. Und am Anfang tupfe ich das erstmal auf die Haut, um eben die Foundation mit diesem mineralischen Puder zu fixieren.
Und ich gehe auch nur bis hierhin, also nicht mehr über das lose Puder von eben drüber, weil ich möchte ja, dass es auch hell bleibt. Und am Schluss gehe ich da auch ganz locker drüber, also ich berühre fast gar nicht die Haut. Aber so nehme ich überschüssiges Produkt ab und ich mache hier einfach einen weichen Übergang zu meinem Concealer, damit da eben nicht so ein Absatz ist, weil das sieht natürlich auch nicht so schön aus. Jetzt möchte ich euch noch das letzte Produkt aus der Vichy-Reihe vorstellen. Und zwar ist das von Vichy das Normaderm. Das ist ebenfalls eine Pflege und zwar ist die laut diesem Beipackzettel für den Abend geeignet. Eine Gesichtspflege, die 24 Stunden Feuchtigkeit enthält, soll die Poren verfeinern, Rötungen und Pickelmale soll sie ebenfalls vermindern, wo ich sehr große Hoffnung reinlege, dass die Pickelmale, also die dunklen Flecken, diese Narben von der Akne, noch so ein bisschen mehr verblassen. Soll nach dem Reinigen auf die Haut vor dem Schlafengehen eingearbeitet werden, also ganz normal Gesicht reinigen, waschen und dann eben dieses Serum auftragen. Und das Ganze ist auch wieder nicht komedogen, ohne Parabene und für empfindliche Haut geeignet. Werde ich natürlich jetzt nicht mehr auftragen. Ich habe das aber gestern Abend schon aufgetragen und ich finde, wer Vichy-Produkte kennt, die riechen unglaublich gut. Und was ich sehr schön fand gestern Abend, als ich das Ganze aufgetragen habe, erstmal, man braucht gar nicht viel Produkt. Es spendet lange Feuchtigkeit. Als ich abends dann noch ins Bett gegangen bin, hatte ich immer noch das Gefühl, dass so Feuchtigkeit auf meiner Haut liegt. Also es glänzt dann auch ein bisschen mehr. Das ist klar, wenn die Feuchtigkeit da ist. Aber es riecht einfach wunderbar. Aber was ich so schön finde, ist, dass es einfach kühlt und beruhigt. Und ich hoffe, dass es auch wirklich über die Zeit, wo ich es jetzt weiterhin benutzen werde, noch funktionieren wird. Deswegen lege ich da ganz viel Hoffnung in die Produkte. Das ist jetzt erstmal das fertige Ergebnis und gleich könnt ihr das Ergebnis sehen, wie sich die ganze Foundation über den Tag hinweg verhalten hat. Also bleibt auf jeden Fall weiter dran. Ich melde mich jetzt einmal mittags zurück. Es ist jetzt kurz vor 12. Das Make-up ist seit heute Morgen so seit halb sieben drauf. Also es hat schon so ein bisschen was hinter sich. Bei uns im Laden ist es eine sehr warme, aber auch sehr hohe Luftfeuchtigkeit bei uns im Friseursalon. Deswegen kommt man da auch gerne mal ins Schwitzen, gerade wenn der Föhn läuft und all diese Sachen. Ich hole euch jetzt einfach mal näher ran. Ihr seht es zwar schon von Weitem, aber ich finde, von Nahen kann man das Ganze noch mal ein bisschen besser beurteilen. So, jetzt seid ihr ein bisschen näher dran und ich habe mir noch mal einen Spiegel geholt, um einfach noch mal auch von Nahen mitgucken zu können. Das sind die Abdrücke von meinen Bügeln, von der Brille. Das lässt sich nicht vermeiden. Das habe ich leider bei jeder Foundation, dass die sich da über den Tag einfach abreibt, weil sich die Brille ja auch beim Reden bewegt auf der Nase. Das müssen wir jetzt mal außerhalb von diesen ganzen Sachen lassen. Aber wenn wir jetzt so gucken, also die Stirn, wenn ich sie jetzt so ein bisschen bewege, dann seht ihr, dass die Stirn hier so ein bisschen glänzt. Und hier, wo ich auch die vergrößerten Poren habe, glänzt das Ganze. Ich finde aber, dass die Poren immer noch relativ gut verdeckt sind. Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Es hat einen natürlichen Schein, auch hier diese Unreinheiten, diese starken, die ihr jetzt am Anfang im Video gesehen habt. Die sind immer noch gut abgedeckt. Da guckt, klar, so ein bisschen dunkel schimmert es durch. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ganz abgegangen ist und der rote Pickel direkt durch die Haut schimmert. Ich finde, das ist nicht so dramatisch jetzt. Das ist jetzt so dieses Fazit, nachdem ich es einen halben Tag getragen habe. Ich denke, wenn es so diese Grundstunden überstanden hat, würde es wahrscheinlich auch länger aushalten. Meistens versagen bei mir aber auch schon die meisten Foundations um diese paar Stunden herum, weil es eben so warm bei uns im Salon ist und man auch mal schnell ins Schwitzen kommt. Ich möchte diese Foundation dennoch mit den Produkten, wie ich es euch am Anfang gezeigt habe, in dieser Routine noch eine weitere Woche komplett austesten und werde euch jetzt hier im Anschluss gleich das Feedback geben, wie die Produkte sich mit meiner Haut vertragen haben, weil die ganze Serie ist ja für unreine Haut bestimmt, gegen Pigmentflecken. Und soll die ganzen Rötungen und alles reduzieren. Und ich möchte einfach wirklich wissen, funktionieren diese Produkte auch über einen längeren Zeitraum oder schaden sie eben meiner Haut, dass sie wieder schlimmer wird. Ich melde mich jetzt nach 2 Wochen wieder zurück, um euch ein Feedback über die 5 Produkte zu geben, die ich von Vichy zugeschickt bekommen hatte, um sie ausgiebig zu testen. Und heute ist der 28. November, falls ihr mir nicht glaubt. Ich hoffe, man kann es sehen auf dem Display. Und ich habe gedacht, ich werde euch jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, welche Produkte ich gut fand, welche ich schlecht fand, wieso, weshalb, warum. Ich fange jetzt einfach mal mit einem negativen Punkt an, weil das ein Produkt war, was ich schon am 2. Tag für mich persönlich gesagt habe, möchte ich aussortieren. Das
Bringt mir irgendwie nicht so viel, da finde ich andere Produkte einfach besser. Und zwar geht es um den Dermableed SOS Cover Stick. Ich habe ihn ja die ganze Zeit versucht, und die ganze Zeit, zweimal versucht, unterhalb vom Auge als Concealer aufzutragen. Das funktioniert schon mit diesem Produkt, aber es funktioniert nicht so gut mit meinen Produkten, die ich hier habe als Kombination, weil ich eben einen Concealer immer abpudere, und zwar mit meinem Kat Von D Locket Powder. Und da funktioniert das Ganze nicht und irgendwie reicht mir diese Helligkeit nicht so und es schimmern immer noch so ein bisschen die Augenschatten durch. Ich habe eigentlich fast gar keine Augenschatten, aber wenn ich welche habe und schlecht schlafe und es funktioniert irgendwie nicht und ich mag auch diese Konsistenz nicht, die ist super, weiß nicht, die ist so cremig und ein bisschen sehr ölhaltig. Das heißt, bei mir setzt sich. Schmeiß weg, wenn du es nicht brauchst. Bei mir setzt sich halt auch, ich tusche ja schon sowieso meine Wimpern nicht am unteren Rand, aber da setzt sich das Produkt einfach super schnell in die Augenfältchen ab und deswegen würde ich diesen Coverstick halt selber nicht mehr nachkaufen oder auch überhaupt benutzen. Ist jetzt so nicht das wahre Produkt für mich gewesen. Dann mache ich einfach weiter mit einem zweiten Produkt, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Am Anfang dachte ich erst so, wow, das ist richtig cool, das Produkt. Das macht die Haut weich. Es sieht aus wie weich gezeichnet. Ja, es sieht aus wie weich gezeichnet. Und zwar geht es um dieses Puder von Vichy, das Dermableed Powder, diese Cover Matte Foundation. Es ist ja eine Cover Matte Foundation Puder Foundation. Ihr wisst, was ich meine. Die hat ja auch einen Lichtschutzfaktor, habe ich euch ja alles am Anfang schon gesagt. Und so sieht das Ganze ja noch aus, wenn ihr euch daran erinnert. Da ist so eine kleine Quaste mit dabei gewesen. Die Quaste habe ich ein, zweimal benutzt. Das heißt, ich habe dieses ganze Produkt immer auf meine Foundation aufgetragen, um meine Foundation damit zu setten, um eben einfach dieses matte Finish zu bekommen, dass die Haut sehr glatt und gefiltert wirkt. Das sieht super klasse aus, aber es funktioniert bei mir nicht. Es funktioniert bei mir, wenn ich sie ein, zwei Stunden drauf habe. Vielleicht auch eine dritte Stunde. Wenn ich aber den Mittwoch, den Tag bis abends Make-up drauf habe, weil ich abends nochmal arbeiten gehe. Ich gehe morgens ein paar Stunden arbeiten, dann bin ich mittags für die Kleine zu Hause. Und abends gehe ich nochmal 2 bis 4 Stunden arbeiten. Und dann bin ich meistens gegen 11 zu Hause und dann sieht das echt furchtbar aus. Also von matt ist überhaupt gar keine Erwähnung mehr. Also es ist hier total ölig, hier ist es total ölig und auch sehr fleckig bei mir immer geworden. Das heißt, es hat die Foundation nicht gesettet und das Produkt selber ist auch nicht an der Partie geblieben. Und wenn man sich das Produkt so ein bisschen genauer, naja, anguckt, nicht, aber es mal so fühlt mit den Fingern, habe ich eher das Gefühl, dass es nicht pudrig ist, sondern eher so ein bisschen cremiger. Also es ist gar nicht so pudrig, sondern ja, es ist nicht so pudrig wie das All About Matte Puder. Es ist halt eher so eine Creme-Puder von der. Es ist. Soll es ja auch sein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich komme damit nicht klar. Auch einzeln habe ich sie versucht aufzutragen. Dann wird sie bei mir aber sehr fleckig. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu dämlich, um eine Puder-Foundation aufzutragen, weil es funktioniert nicht. Weder mit einer Quaste noch mit einem Pinsel. Deswegen ist dieses Produkt leider auch nicht so meins gewesen. Jetzt kommen aber die drei Produkte, die mich definitiv überzeugt haben und die ich auch sehr gerne benutze und sogar immer noch benutze. Und zwar ist es einmal von Vichy der 89 Mineral Booster. Den trage ich morgens, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, auf, um das einfach als Primer und Unterlage für mein Make-up zu benutzen. Und auf diesen Primer trage ich dann von Vichy diese Foundation auf, die Cover Foundation. Was ich dann nicht so schön finde, ist, dass sie sehr fest ist, aber das ist halt bei den meisten Full Coverage Foundations, hatte ich ja bei der eine L'Oréal Paris Foundation auch, deswegen habe ich mir ja dann die etwas leichtere gekauft, die so ein bisschen flüssiger ist. Dennoch habe ich mit der Zeit gelernt, sparsamer mit diesem festeren Produkt umgehen zu können, indem ich das Ganze erst mit diesem Pinsel grob verteilt habe in meinem Gesicht und hinterher einfach mit einem recht feuchten Schwamm eingearbeitet habe. Dadurch habe ich mir sehr viel Produkt sparen müssen, nicht so viel aufbauen müssen, vielleicht nochmal hier eine ganz leichte zweite Schicht drauf geben müssen, aber das musste ich momentan bei allen Foundations, weil die Narben einfach sehr stark sind und durchschimmern. Egal wie Full Coverage die sind, keine Foundation hat es bisher bei mir geschafft,
komplett alle Narben abzudecken. Deswegen kann ich das jetzt nicht als Kriterium sehen, sondern sie ist einfach genauso gut. Ich finde, sie ist ähnlich gestellt mit der L'Oréal Paris Foundation, finde ich. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass meine Haut dadurch schlechter geworden ist, aber auch nicht besser, da ich momentan in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen, sogar eine Woche davor, schon ein sehr, sehr großes Tief mit meiner Haut wieder hatte, weil ich mich schlecht ernährt habe. Und sie hat meine Haut nicht verschlimmert. Also sie hat das Hautbild nicht verändert, sondern so weitergeführt, wie es halt sonst auch ist. Deswegen finde ich die sehr, sehr gut. Für den Winter allerdings muss ich mir nochmal überlegen, ob ich sie entweder mische, dass sie so ein bisschen heller wird, oder mir eben eine zweite holen, die nochmal ein bisschen heller ist. Ansonsten finde ich den Farbton sehr, sehr schön. Gerade weil ich auch viel mit Puder arbeite. Bei mir funktioniert die Foundation nämlich sehr gut mit dem All About Matte Puder, meinem HD Concealer von NYX und dem All About Matte Puder, hatte ich schon gesagt, ne? Und dem Locket Powder von Kat Von D funktioniert das. Also meine Routine läuft genauso wie sonst auch, nur eben, dass diese Foundation und dieser Primer darunter ist. Und für abends benutze ich von Vichy dieses erfrischende Normaderm feuchtigkeitspflegende Creme-Zeugs. Auch das finde ich sehr gut. Ich finde es angenehm auf der Haut. Das Ganze kühlt meine Haut so ein bisschen. Gerade wenn ich sie abgeschminkt habe, ist sie sehr gerötet, weil sie so ein bisschen gereizt ist, weil ich das Ganze, ich rubbel's nicht ab. Ich bin schon sehr sanft, aber gerade so diese Wangenbereiche sind bei mir super empfindlich. Da brauche ich nur mal kurz kratzen oder den Finger längere Zeit auf meine Haut drücken und schon ist da eine Rötung. Und das Ganze beruhigt es sehr gut. Ich habe auch ein angenehmes Gefühl, wie auch der erste Eindruck schon gewesen war. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Produkte austesten durfte. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall nochmal unten in die Infobox einige Links reinpacken. Einmal die Seite von Vichy, wo einfach das komplette Sortiment zu finden ist. Weil ich denke so, vielleicht hat nicht jeder von euch eine ölige Akne Haut, sondern trockene Haut oder so. Und wenn euch wirklich so ein bisschen diese Produkte interessieren, dann könnt ihr da einfach mal so ein bisschen durchklicken und euch informieren, was natürlich kein Muss ist. Und ich werde euch gerne nochmal einen zweiten Link unten reinpacken, denn Vichy ist in Apotheken erhältlich. Und zwar ist es ein Apothekenfinder, da gebt ihr einfach eure Postleitzahl ein und die sucht euch dann raus, welche Apotheke in eurer Nähe ein Vichy-Sortiment hat. Und dann könnt ihr euch die Produkte auch vor Ort angucken, euch vielleicht da auch nochmal beraten lassen. Vielleicht haben die auch mal Proben für euch, wenn ihr nicht sagt, ihr wollt gleich Geld dafür ausgeben. Genug gequatscht. Also ich finde es schön, dass ich das ausprobieren durfte. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auch so ein bisschen weiterhelfen, falls ihr schon mal darüber nachgedacht habt, euch über diese Produkte weiterhin zu informieren oder sie auszutesten. Ja, und jetzt würde ich sagen, nach einem sehr, sehr langen Video, ich verabschiede mich bei euch. Hoffe, es hat euch halt gefallen. Bleibt gut drauf und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!